Hallo, mein Name ist Marcel Gehres. Im Jahr 2015 haben wir natürlich einiges in Kammerburg geschafft. Wir haben verschiedene Aufräumtage gemacht, wodurch vieles bereinigt wurde. Im Jahr 2016 wird es natürlich weitergehen. An großer Stelle haben wir natürlich Theater Anu. Die werden uns im Kammerburg, ja, ich sag mal so ein bisschen verzaubern. Die werden das als ganz große Bühne benutzen an zwei Wochenenden. Und gerade am zweiten Wochenende wird es natürlich auch direkt ums Kammerwogbad gehen, um alte Erinnerungen, um Kindheitserinnerungen, dass die wieder geweckt werden. Es geht um das Thema, ja, es wird ein großer Fisch stehen, es wird da eine dicke Folie vorhanden sein, ein Schattentheater, also ganz viel Großartiges. Am besten lassen Sie sich einfach mal überraschen. Zweites Thema ist natürlich die OIE-Förderung, die wir erhalten haben im Rahmen des OIE-Programms. Damit werden wir den oberen Bereich von dem Mehrzweckgebäude, also alles, was da oben rüber liegt, reaktivieren. Das heißt vor allen Dingen das Beachvolleyballfeld. Wir werden Bänke aufstellen. Wir werden die Rasenfläche zur Spielfläche wiederherstellen. Und auch das Thema Wasser wird 2016 eine ganz bedeutende, ja, ganz bedeutend sein. Wir werden das Kinderplanschbecken reaktivieren. Wir sind da gerade dran. Das muss natürlich geputzt werden. Das muss nachverspachtelt werden an Stellen, wo es abgebrochen ist. Und vor allen Dingen muss natürlich auch ein neuer Anstrich her, damit wir das Ganze wieder mit Wasser füllen können und damit Kinder im Sommer ein kühles Nass finden. Kultur durch Kunst ist natürlich auch ein großes Thema bei uns. Wir haben vor, im Obergeschoss des Mehrzwecksgebäude eine Art Vernissage anzubieten, die in, ja, ich sag mal, langen Zeiträumen wechselt. Wir wollen da Holzplatten installieren, wo dann zum Beispiel durch verschiedene Kunstvereine oder durch die Graffiti-Szene verschiedene Kunstwerke entstehen, die wir dann dort ausstellen, wirklich langfristig, damit die Bürger sich das ansehen können und damit natürlich eine Belebung entsteht und das Kammerwog einfach bunter wird. In diesem Rahmen Reaktivierung ist natürlich auch ganz wichtig, dass wir Versorgung haben, sprich Strom. Das wurde uns schon bereits zugesagt durch die OIE. Wir werden einen Strommast bekommen. Die Leitung wird über die Nahe verlegt. Das ist Fakt. Und durch verschiedene Firmen wird dann auch das Mehrzweckgebäude, das Kassenhäuschen etc. Einfach mit Strom erschlossen, damit wir im Kammerwog einfach auch arbeitstechnisch bei den Aufräumtagen viel besser vorankommen. Also Strom gibt es auf jeden Fall im Kammerwog und wir hoffen natürlich, dass ihr uns wie 2015 auch im Jahr 2016 unterstützen werdet. Und ja, wir freuen uns auf ein Jahr 2016 im Kammerwog mit einer Reaktivierung, mit vielen Bürgern und einfach, dass dieses Gelände, das ja, das ein Zauber hat, dass das einfach wieder entsteht im Jahr 2016, angefangen im Kammerwog. Natürlich wird es im Endeffekt eine langfristige Aktion werden, aber wir wollen das auf jeden Fall und das werden wir auch durchbekommen. In diesem Sinne wünschen wir uns einfach, dass wir uns 2016 im Kammerwog sehen und ja, einiges bewegen können.